Arbeiten würdest du denn mit? Nicht unbedingt, nur zur Dokumentation. Ich habe mich danach auf der Erde.
In deinem eigenen Strick, dann ist egal, was er beschreibt, du brichst ein eigenes Genick. Versammlung richtig losgehen kann, nochmal die Auflagen vom Ordnungsamt. Wir müssen den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen aus anderen Haushalten unbedingt einhalten. Es ist wichtig, dass niemand von unserer Versammlung näher als 2 Meter zu den Straßenbahngleisen. Ja, genau. Waffen zu tragen und gefährliche Hunde mitzuführen ist verboten. Uns wird dringend empfohlen, Mundschutz zu tragen und Handschuhe. Willkommen zu unserer Versammlung, nicht ohne uns Kassel, zum, ich weiß nicht wie viel Mal, treffen wir uns jetzt, um für Demokratie und für das Grundgesetz zu demonstrieren.
irgendwelche Verbände oder Vereine oder Parteien. Wir sind politisch unabhängig. Wir grenzen uns ab gegen jegliche Vereinnahmung von rechts oder links. Provokateure und Nazis gehören nicht zu uns. Geht schon, alles gut, alles gut. Ja, schön, dass ihr gekommen seid, obwohl ja Pfingsten ist und man wieder reisen darf. Dennoch gibt es was zu tun. Wir haben die Schnauze voll. Zwei Tatsachen sind offensichtlich. Diese angebliche Covid-19-Pandemie ist ein Fehlalarm. Und die Maßnahmen dagegen richten einen ungeheuren Schaden an. Wer dieser Regierung noch vertraut, hat ein Problem. Denn er oder sie vertraut Lügnerinnen. Alles, was wir tun können, um unserer Kritik Ausdruck zu geben, ist auf die nächsten Wahlen zu warten und brav unser Kreuzchen zu machen, um danach weitere 4 Jahre verarscht zu werden. Wenn nicht mit massiver Polizeigewalt und restriktiven Verordnungen, für die kein Grund besteht, außer der Annahme, es könne möglicherweise, vielleicht, eventuell in Zukunft doch noch zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Das ist ein komischer Schachtelsatz. Also wenn die Polizei und die Verordnung das nicht verhindern würde, dann wären wir jetzt alle in Berlin vor dem Reichstag und da würde es eine riesengroße Demonstration geben. Und ich gehe davon aus, dass es die auch demnächst geben wird. Es sind ja Hunderttausende auf den Straßen. Ich habe gestern mal durchgezählt, wie viele Veranstaltungen heute Nachmittag sind. Und das waren 250 allein in Deutschland. Wir lassen uns nicht durch Lockerungen einlullen. Bravo. Früher oder später stehen wir alle vor dem Reichstag und diese Regierung wird zurücktreten. Die Menschen in der DDR haben es vorgemacht. An deren Beispiel können wir uns halten. Entschlossen, mutig und gewaltfrei. Die Regierung hat Angst und das zu Recht. Der Lockdown war falsch und schadet uns allen. Die Entscheidungen waren falsch, aber noch gravierender ist die Unfähigkeit, diesen Irrtum einzusehen. Es gibt keinen nationalen Notstand. Wir fordern die sofortige Rücknahme aller gesetzlichen Regelungen gegen Corona und wir brauchen einen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Danke. Es ist hier schon zu einer gewissen Tradition geworden, dass wir sind die Widerstandsband, jedenfalls bislang noch, vielleicht haben wir den nächsten zukunftsweisenderen Namen, das wissen wir noch nicht. Und wir haben jetzt auch die Marin mit dabei, also das sind ich, Isabel, Marin, Hanna und Rüdiger und da drüben noch Klaus Heinrich. Und wir haben schon eine Tradition, dieses wunderbare Lied von Konstantin Wecker, die Gedanken sind frei zu singen. Wer den Text jetzt nicht hat, den Refrain kann man immer mitsingen, der wird nämlich wiederholt. Okay. Thank you.
gibt da so Maschen, da kann man sie waschen. Schon 1, 2, 3 sind sie nicht mehr so frei. Und schon 1, 2, 3 sind sie nicht mehr so frei. Die Gedanken sind hinein ein schlechtes Gewissen nicht drückte, weil ich Blätter ausgekreist habe mit dem Text. Und ich habe also gesagt, ja, es hätte mir leid, ich hätte mich aber nicht gefragt, wir haben geschrieben, ja, wir wissen, man würde vorher fragen. Und aufarbeitet.
So werden wir die Botschaft nicht verstehen und uns weiterhin im alten Trott zur nächsten Katastrophe bewegen. Angstniveau
um Verhalten zu steuern. In der Geschichte der Bundesrepublik hat bisher noch keine Bundesregierung den Einfall gehabt, eine Virusepidemie mit Aufhebung der Verfassung zu beantworten. Das droht uns nun laufend. Damit ist die notwendige Sicherheit für Unternehmungen, Investitionen und Berufs- und Lebenspläne. Das Krisenmanagement von Politik und Verwaltung muss gründlich untersucht und Lehren und Zukunft gezogen werden. Deshalb fordern wir die Einsetzung eines gründlichen Untersuchungsausschusses. Warum? Warum hat die Regierung die tatsächliche Wirkung beschlossener Maßnahmen am 9.3., 16.3. und 23.3.2020 nicht evaluiert, bevor sie weitere Restriktionen beschloss? Auf welcher Basis erfolgten stattdessen diese Beschlüsse? Am 9. April 2020 veröffentlichte das RKI, dass die Reproduktionszahl schon am 21. März unter 1 lag. Deshalb war der allgemeine Shutdown am 23. März vermutlich gar nicht notwendig. Und jetzt kommt die für mich allerwichtigste Frage, weil bis dahin konnte ich mit allen sein. Man kann ja auch mal großzügig sein, ja, auch mit Menschen, die selber nicht genau wissen, was sie machen sollen. Aber jetzt kommt die Frage, warum wurde aufgrund dieser Erkenntnisse der Shutdown nicht sofort nach Ostern beendet? Kriterien für den Shutdown mehrmals geändert und die Öffentlichkeit damit verwirrt. Ich würde sagen, in Angst versetzt. Warum wurde die Wirkung der einzelnen Maßnahmen nicht untersucht? Warum wurden die Kollateralschäden des Shutdowns nicht erfasst? Letzte Seite. Warum soll
sollte die Öffentlichkeit bewusst geschockt und in Angst und Panik versetzt werden, wie es im Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, beschrieben wurde. Solche Manipulationen passen in ein totalitäres System. Wie verträgt es sich mit einer Demokratie? Welche Schadensersatzforderungen können auf die Bundesrepublik Deutschland zukommen, aufgrund unverhältnismäßiger Einschränkungen der Grundrechte, insbesondere des Eigentumsrechts? Wurde auf die Medien Einfluss genommen, um öffentliche Kritik an den Shutdown-Maßnahmen zu verhindern? Anstatt des harten Shutdowns hätte es die Möglichkeit gegeben, schonendere Wege zu gehen. Wurde das überhaupt untersucht? Welche Kriterien müssen erfüllt sein für einen zukünftigen Shutdown und Aufhebung der Grundrechte? Sollen dazu objektive Kriterien und transparente demokratische Entscheidungsprozesse eingeführt werden? Oder soll das weiterhin alleine allein der Bundesregierung überlassen bleiben? Nachtrag. Mit dem neuen Coronavirus sind bis Mitte Mai 2020 ca. 7.000 Menschen gestorben. Die Gesamtsterblichkeit ist in 2020 nicht höher als in früheren Jahren. Das war nach Ansicht unserer Regierung ausreichend für eine Aufhebung der Verfassung und einen Shutdown mit schwersten Folgen. Es gibt aber jedes Jahr neue Viren und Grippewellen mit bis zu 25.000 Toten. Wenn unsere Regierung also der Ansicht ist, dass der jetzige Shutdown gerechtfertigt war, müssen wir dann in Zukunft mit regelmäßigen Shutdowns rechnen? Welches Unternehmen und welcher Privatier kann unter solchen Umständen noch Risiken für Investitionen eingehen? Gesundheitsminister Spahn sagte noch am 23. Januar in den Tagesthemen, Zitat, es sei wichtig, die Krankheit einzuordnen. Spahn verwies in diesem Zusammenhang auf die Grippe, an der in Deutschland jedes Jahr bis zu 20.000 Menschen sterben. Auch das ist eben ein Risiko, sagte er, das wir jeden Tag haben. Bei der neuen Lungenkrankheit sei das Infektionsgeschehen im Vergleich dazu milder. Noch am 14. März bestritt das Gesundheitsministerium vehement, dass eine Beschränkung des öffentlichen Lebens geplant sei. Wenige Tage später verursachte die Bundesregierung überraschend die schwerste Wirtschafts- und Grundrechtskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn ihr diese Petition für notwendig erachtet, dass sie umgesetzt wird, dann unterschreibt. Ihr findet das auf unserer Homepage www.nichtohneuns-ks.de. Vielen Dank. Natürlich bedanke ich dem Verfasser dieser Petition und euch für das geduldige Zuhören. Danke. Unser nun folgendes Musikstück ist ein rein instrumentales Stück. Es kommt aus der
wunderbaren, fast verloren gegangenen, fast ausgerotteten Tradition des osteuropäischen Judentums aus dem Klezmer. Klezmer, das heißt Lebensfreude, das heißt Musik, das heißt Leben. Und wir spielen Chosen Kala Mazel Tov. Ich kann es nicht ganz übersetzen, aber Mazel Tov, das heißt viel Glück. Ein kleines Experiment wagen. In den letzten Wochen haben wir unsere Standpunkte deutlich dargestellt, doch wir wollen nicht jedes Wochenende nur zu euch sprechen, sodass ihr euch von uns berieseln lasst. Wir sollten uns in einer Demokratie auch untereinander austauschen. Wir wollen daher einen zentralen Versammlungsplatz in Kassel schaffen, im Sinne einer Agora. Für heute haben wir uns daher Folgendes überlegt. Wir bitten jeden von euch, für eine Minute in Ruhe in sich zu gehen und sich zu fragen, warum bin ich heute hier? Was ist meine Motivation, auf die Straße zu gehen? Was könnte eine Motivation sein? Ich will meine Grundrechte nicht freiwillig aufgeben. Ich möchte nicht länger fremdbestimmt leben, nicht länger bevormundet werden. Ich möchte direktere Demokratie. Ich habe die Schnauze voll. Versucht bitte, diesen Grund, eure Motivation, in einen konkreten Satz zusammenzufassen. Wirklich nur ein einzelner Satz. Jeder hat vermutlich eine andere Motivation, die sich im Kern aber gleicht. Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall. Wir werden sehen. Wenn ihr soweit seid, haltet diesen Gedanken fest. Wir werden jetzt eine Minute Stille haben. So, will jemand hier? Ich kann das weitergeben. Freie Meinung.
Vergrößerung. Genau, aufschreiben, warum ist man hier? Warum ist man hier geboren? Ich sammle jetzt wieder. Ach, wer will? Warum? Ich bin hier geboren. Warum jetzt heute hierher gekommen? Ach so. Nein, noch nicht. Noch nicht eins, aber den Schritt. Den Schritt auch nicht. Uns ja verboten. Uns national-sozialisten die Meinungsäußerung verboten. Das ist halt das Ding. Alle dürfen ihre Meinung frei sagen, aber die Nationalsozialisten dürfen sie nicht sagen. Uns wird das Maul verboten. Uns wird Maul verboten und alle anderen dürfen sagen, was sie wollen. Ist das so oder nicht? Oder nicht? Nun möchten wir euch bitten, euch in 5er bis 10er Gruppen zusammenzustellen und euch die Möglichkeit geben, euch darüber untereinander auszutauschen. Es geht vor allem darum, auch mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man sich bisher nicht ausgetauscht hat. Bitte teilt euch gegenseitig eure Motivation mit und lasst euch ausreden. Wenn ihr mit dem Austausch fertig seid, möchten wir euch bitten, eine neue, gemeinsame oder die mehrheitlich anerkannte Motivation oder Kernaussage aufzuschreiben. Ihr bekommt dafür Stift und Papier und 15 Minuten Zeit. Sobald ihr die Aussage niedergeschrieben habt, möchten wir diese von euch öffentlich verlesen lassen. Diese Aktion ist freiwillig und es soll sich niemand dazu genötigt fühlen. Wenn ihr einverstanden seid, möchten wir beginnen. Also wer möchte, kann sich jetzt in Gruppen zusammenschließen für den Austausch. Ich schreibe unsere Fahrscheine.
Nächste Halt.